russische Armee schießt Snickers ab. Russische Medien melden unter Bezugnahme auf den Generaldirektor des russischen Militärhandels, dass es gelungen ist, die westlichen Knabberriegel Snickers, die seit vielen Jahren russische Verkaufsautomaten und Kantinen in den Kasernen okkupiert hatten, erfolgreich zu bekämpfen. Der russische Militärhandel Voyenturg hat eine Alternative geschaffen. Anstelle von Snickers können jetzt die Soldaten, Matrosen, Offiziere, Generale und Admirale den Knabberriegel russischer Armee kaufen. Wladimir Pavlov, Generaldirektor von Voyenturg, kommentierte, dass der Riegel wirklich lecker sei und eine vollwertige Alternative zum Snickers darstelle. Außerdem habe dieser neue Knabberriegel natürlich auch Einfluss auf die patriotische Haltung der Armeeangehörigen, die sich nun nicht mehr mit westlichen Süßigkeiten den Magen vollschlagen müssen. Der russische Knabberriegel wiegt 40 Gramm und kostet 30 Rubel, rund 40 Cent. Allerdings hat er nur halb so viele Kalorien wie sein westlicher Gegner. Der nächste Schlag, den der russische Voyenturg wohl gegen westliche Einflüsse in der Armee führen wird, betrifft Coca-Cola. Hier scheinen aber die Arbeiten noch nicht angelaufen zu sein, wobei der russische Kwas eine durchaus akzeptable Alternative gegen das amerikanische Zuckerwasser wäre. Aktuell besteht jetzt die Aufgabe, die Restbestände von Snickers so schnell wie möglich zu verkaufen und in den mehr als 2000 Verkaufsautomaten, die in den russischen Kasernen aufgestellt sind, die russische Armee einziehen zu lassen. Der russische Militärhandel wurde als Aktiengesellschaft im Jahre 2009 gegründet. 99% aller Aktien gehören der Firma Garnison. Und die Firma Garnison wiederum gehört dem russischen Verteidigungsministerium. Und das russische Verteidigungsministerium wiederum gehört dem Volk. Somit handelt es sich beim russischen Militärhandel um eine volkseigene Aktiengesellschaft. Im Jahre 2017 machte der Militärhandel einen Umsatz von 74 Milliarden Rubel, also rund 1 Milliarde Euro. Mit der Einführung des neuen Knabberriegels russische Armee wird der Umsatz sich mit Sicherheit weiter positiv entwickeln.